Good afternoon and welcome to today's press conference with Minister of Foreign Affairs Tobias Billström and Germany's Minister of Foreign Affairs Annalena Baerbock. The press conference will be available on the Swedish government's website government.se. So. Herzlich willkommen äh, zu dieser Pressekonferenz. Liebe Annalena, äh, Deutschland ist ein äh, überaus wichtiger Partner für Schweden und ich freue mich sehr über den heutigen Besuch von äh, Bundesaußenministerin Baerbock. Äh, die Beziehungen zwischen Schweden und Deutschland würzen tief in der Geschichte, äh, schauen aber auch äh, in die Zukunft. Sie zählen zu unserem wichtigsten Partner in der EU. Uh, und ich schätze sehr, dass wir eng zusammenarbeiten uh, und uns abstimmen, besonders während unserer EU-Ratspräsidentschaft. So, uh, very welcome, uh, Annalena, I'm very pleased to see you here. And today, uh, Foreign Minister Baerbock and I discussed some key issues for the current and future prosperity, progress and peace in Europe. Uh, I'd like to touch upon a few of them shortly, uh, but let me start off with the devastating earthquake in uh, Turkey and Syria. The earthquakes just a week ago have uh, had devastating consequences, and we stand in solidarity with Turkey and with the Syrian people. We are now focusing on supporting those affected by this tragedy. And together with partners, um, European and international, Sweden and Germany have acted swiftly to offer our support. And we stand ready to continue to provide the necessary support to Turkey and to the Syrian people. We coordinate closely with the Turkish authorities and with other international partners such as the UN. The Swedish Prime Minister, Ulf Kistelsson, has taken the initiative to organize a donor conference in Brussels in March, hosted by the Swedish EU Presidency and the European Commission. And we will, of course, do this in close coordination with Turkey the aim is to mobilize international support to the affected areas. and during our discussions today, we also emphasized the importance of a true partnership between sweden and germany in so many areas. Uh, the extensive trade relations between our countries, collaboration on innovation and green technology, and defense cooperation uh, were among the issues we talked about today. i look forward to strengthening even further our cooperation and dialogue. Uh, Minister Babok and I discussed extensively the situation in Ukraine. Uh, primary priority for the Swedish EU presidency is to continue our steadfast support to Ukraine. Responding to the war and supporting Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity is at the centre of a Swedish foreign policy as well as our EU presidency. And we are working intensively to further develop our support to Ukraine. And I would like to take this opportunity to thank Germany for the crucial role you have played in providing support to Ukraine. The EU's swift and decisive response to the invasion of Ukraine is proof of how strong we are when we act together. Both our support to Ukraine and the sanctions against Russia are historic in scale. And nonetheless, we need to explore how to further increase collective pressure on Russia. I have conveyed my gratitude to Minister Baerbock for Germany's steadfast support for Swedish accession to NATO. And I look forward to the continued cooperation as allies. Finland and Sweden, as NATO members, will substantially benefit the security situation in the Baltic Sea region and beyond. And I look forward to staying in close contact with you, Minister Baerbock, dear Annalena. Uh, on these and many other issues, not least during our EU presidency. And thank you. And I now, now would now like to hand over to my colleague before we take a few questions. Please, Anna-Lena, the floor is yours. Thank you very much, uh, Tobias, and uh, good afternoon. And unfortunately, my only Swedish word is skull, Therefore, I speak uh, in in German. Ähm, ich freue mich sehr, heute erneut hier in äh, Stockholm, in schönen Schweden zu sein, nachdem äh, du ja vor kurzem gerade in Berlin zu Gast bei uns warst und äh, im Anflug hier auf äh, die äh, schwedische Hauptstadt, äh, kommend aus Finnland, äh, aus der Vogelperspektive sieht man einmal wieder mehr, was äh, die Besonderheit hier ist, dass viele Wasser äh, und die Ostsee ist äh, für Schweden und aber auch für Deutschland alles andere als nur mehr Wasser und Meer, sondern das Element, was uns auf natürliche Art und Weise miteinander verbindet, also unser gemeinsamer Lebensraum. Und äh, dieser Lebensraum, auch das gilt jetzt seit dem 24. Februar, ist aber auch hier herausgefordert, weil eure Grenze zu Russland auch äh, über äh, dieses Wasser beträgt nur 300 äh, Kilometer zwischen Gotland und äh, Kaliningrad. Im Angesichts dessen ist es für uns so wichtig, dass wir uns eben nicht nur auf äh, normalen europäischen Räten austauschen, gleichen, austauschen, dass wir uns im Rahmen der NATO austauschen, sondern eben auch bilateral deutlich machen, dass wir enger zusammenstehen als je zuvor. Dass die Menschen in Schweden seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nun mehrheitlich den Beitritt zur NATO wollen, ist vor diesem Hintergrund nicht nur verständlich, es ist selbstverständlich. Und ihr habt dabei unsere volle Unterstützung. Seitdem ihr euch für den Weg in die NATO entschieden habt, und das ist ja ein bemerkenswerter Schritt nach knapp 200 Jahren Bündnisfreiheit, das muss man immer dazu sagen, habt ihr umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um das trilaterale Memorandum von Madrid umzusetzen. Es war richtig und wichtig, dass ihr mit Blick auf die Sorgen, die die Türkei geäußert hat, auf Ankara zugegangen seid und greifbare Schritte unternommen habt, um diesen Sorgen zu begegnen. Jetzt geht es aber darum, dass das, was in Madrid zugesagt wurde, von allen NATO-Staaten auch zügig und gemeinsam umgesetzt wird, damit ihr Hand in Hand mit Finnland Mitglied im NATO-Bündnis werden könnt. Von Tag 1 an habt ihr alle NATO-Kriterien erfüllt, weil bereits vor eurem Antrag habt ihr bereits mit der NATO eng zusammengearbeitet. Und ich möchte das daher auch an dieser Stelle noch einmal deutlich sagen. Finnland und Schweden erfüllen die Vorgaben, die wir gemeinsam in Madrid vereinbart haben. Und deswegen ist es so wichtig, auch für die NATO als Ganzes, dass Finnland und Schweden vor dem nächsten gemeinsamen NATO-Gipfel beitreten können. Denn als NATO gewinnen wir mit euch nicht nur zwei neue starke Mitglieder hinzu, mit denen wir ohnehin schon sehr eng zusammenarbeiten. Wir bringen damit auch ein Stückchen mehr Sicherheit für uns alle ins Bündnis und stärken uns insgesamt. Denn eure Sicherheit ist auch unsere Sicherheit. Nicht nur in der NATO, sondern auch in der EU, du hast es bereits angesprochen, befinden wir uns in einer entscheidenden, zukunftsfregenden Phase. Putins Invasion hat gezeigt, dass Kriege in Europa eben nicht undenkbar sind und dass wir unsere Wirtschaftsbeziehungen überdenken und anders aufstellen müssen. Der Ausbau erneuerbarer Energien wird dabei zur doppelten Sicherheitsstrategie. Wir stärken Europas Souveränität, indem wir beispielsweise im Ostseeraum die Offshore-Windkraft ausbauen und machen Europa zugleich unabhängig von Importen aus Russland. Mit diesem Sicherheitsschritt gehen wir eine andere Sicherheitsherausforderung unseres Jahrhunderts an, nämlich mit dem Ausbau von Windkraft, gerade auch in der Ostsee, bekämpfen wir zugleich die Klimakrise. Mein Ziel ist, dass wir auch die Ostsee als blaues Kraftwerk in unserer Mitte noch stärker anzapfen und für die grüne Transition Europas nutzen. Dafür wollen wir als Bundesregierung im Rahmen unseres derzeitigen Ostseeratsvorsitzes neue Impulse setzen und zwar gleich im Juni in Wismar, wohin ich dich und die anderen Mitglieder, also die anderen Außenminister und Außenminister des Ostseerats herzlich einlade. Wismar ist dabei auch ein Symbol für die gemeinsame Geschichte von Deutschland und Schweden als Ostseerainerstaaten. Staaten. Nach dem blutigen 30-jährigen Krieg fiel die Stadt im Jahr 1648 an die schwedische Krone. 1803 endete die schwedische Herrschaft über Wismar und immer noch auch heute richtet die Stadt jedes Jahr ein Schwedenfest aus. Dass wir uns nun mehr als 200 Jahre später als Freunde und Partner mit anderen Ostseerainer Staaten in WISPA treffen, um gemeinsame Interessen und Ziele zu besprechen und diese dann auch greifbar umzusetzen, begreife ich als immens großes Glück, was in der Vergangenheit eine Selbstverständlichkeit war. Aber der russische Angriffskrieg zeigt, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass dies Auftrag für uns alle ist, alles dafür zu tun, dass überall in Europa die Menschen in Frieden, in Freiheit und in Sicherheit leben können. Lieber Tobias, daher in diesem Sinne auch heute wieder herzlichen Dank, nicht nur für das gute Gespräch, sondern herzlichen Dank für die Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern, auf ein baldiges Wiedersehen in Berlin, Stockholm, Brüssel oder auch ganz einfach in Wismar an der wunderschönen Ostsee. Herzlichen Dank für den heutigen Austausch. Danke vielmals, Annalena. Thank you very much, Annalena. And uh, now we'll take a few short questions, please. Thank you. So the first question goes to German Newspaper. Please. Um, guten Tag. Um, Matthias Wiesuwer, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Um, eine Frage an beide Außenminister, bitte. Um, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat uh, heute zum ersten Mal nicht mehr darauf bestanden, dass um, Finnland und Schweden gleichzeitig beitreten müssen. Er sagte, das sei nicht die Hauptfrage. Es geht nur darum, dass es schnellstmöglich beide Mitglieder werden. Wie geht Schweden mit dieser Aussage um und wie uh, Frau Ministerin Baerbock, bewerten Sie diese Aussage des uh, NATO Generalsekretärs? Thank you very much uh, for the question and I would like to say the following it has always been clear that Sweden and Finland of course put forward our applications uh, uh, in uh, in in one uh, At one point um, in time. But it has always been very clear that this is a natural process uh, where two parliaments and two states, Finland and Sweden, are also having their own internal processes to take into consideration. And finally, we also have to realize that the Turkish parliament also has a say in this and that leads us to the conclusion that after all the ratification process is a question of a turkish decision, decision which neither sweden nor finland can influence. and this is my short and clear answer. we still aim, of course, to become nato members as soon as possible, and we work along fulfilling the trilateral memorandum that was signed in madrid. but we fully respect that the ratification, if it comes, is a turkish decision. and requests that goes beyond the memorandum is something that the swedish government cannot deliver. Ich kann mich an dieser Stelle nur wiederholen. Wir haben beim NATO-Gipfel in Madrid äh, klare Kriterien beschlossen, ähm, mit denen Finnland und Schweden beitreten können. Schweden und Finnland haben umfangreiche Schritte unternommen, um das trilaterale Memorandum von Madrid umzusetzen und vor diesem hintergrund, dass wir das gemeinsam als nato staaten beschlossen haben und es klare kriterien für den beitritt in die nato gibt, ist unsere erwartung, dass alle mitgliedstaaten der nato, auch die türkei und ungarn, den beitritt von finnland und schweden jetzt umsetzen und keine weiteren verzögerungen bei der ratifizierung in den raum stellen. thank you. the second question goes to swedish news agency TT. Uh, thank you, um, Niklas von from Swedish news agency uh, TT. I would like to ask uh, Annalena Baerbock, uh, what what can Germany do uh, to make Turkey ratify the Swedish NATO, ap NATO application? Can, could you, uh, in a, any sense, uh, pressure Turkey, or what could you do? Uh, and to uh, Mr. Bildström, um, do you think it will be easier for Sweden to uh, get the ratification from Turkey after the Turkish election in May? What other partners have done as well? Been intensive uh, discussions also with our Turkish partners uh, and friend, that uh, the ratification of the membership of Finland and Sweden is not only for Finland and Sweden, but it's in our own security interest of NATO member states. So it's also in the own interest of, of Turkey and all the other NATO member states. Uh, and uh, as I said before in my answer to the gentleman from Frankfurt Allgemeine, uh, Sweden is committed to implementing the trilateral memorandum. And uh, Sweden has delivered concrete results on all the parts of the memorandum. And we continue to do so. And we see no reason for uh, Turkey not to ratify our application, but believe that the ratification process actually could start. Thank you. Next question to Reuters. Yeah. Thank you. Alexander Ratz von Reuters. Uh, Minister Billström, could you tell us the latest on the investigation on the Nord Stream attacks? And are you at this point investigating in only one direction? Uh, und Ministerin Baerbock, an Sie die gleiche Frage. Was ist Ihr Stand uh, bei den Erkenntnissen zu den Ermittlungen? Und halten Sie es für ausgeschlossen, dass jemand außerhalb von Russland dafür verantwortlich ist? Danke. Well, thank you very much uh, for the question, and i would like to reiterate what i have said before, that the investigation process is a matter for the prosecutors' agency here in sweden. they are conducting an independent uh, investigation which, uh, upon which the government in sweden has no influence upon. when they are finished with their investigation, they will deliver a report on this. so i have nothing to add to what has already been said uh, many times before by the swedish government. Da wir uns äh, kontinuierlich auch über diese Frage austauschen, kann ich äh, auch nur das unterstreichen, was äh, mein schwedischer äh, Kollege gerade gesagt hat. Äh, die Sprengung der Pipelines war ein schwerer Sabotageakt. Die Stärke von Rechtsstaaten ist aber, dass sie erst ermitteln und dann die Ermittlungsergebnisse bekannt geben. Und diese Ermittlungen laufen gerade in verschiedenen Ländern, insbesondere in Schweden und in Dänemark. Und wenn die Ergebnisse vorliegen, werden diese Ergebnisse veröffentlicht. Und in Deutschland wird dieser Vorfall bekanntermaßen vom Generalbundesanwalt untersucht. Uh, der in enger Zusammenarbeit uh, mit den Ermittlungsbehörden eben in den anderen Ländern steht und dann gemeinsam eben auch diese Erkenntnisse teilen wird. And, and we will take the last question from Swedish Radio. Uh, Mats Eriksson, Swedish Radio. Starting off with the uh, statement of uh, Stoltenberg earlier today. Uh, what would be your view of the security situation if Finland and Sweden are not ratified simultaneously? How, how do, would you view such a situation and uh, what can you do to avoid that? Gerade weil ich es eben nicht nur für Finnland und Schweden essentiell finde, dass diese schnellstmöglich der NATO beitreten können, sondern weil es, wie gesagt, in unserem eigenen Sicherheitsinteresse liegt, ist es aus meiner Sicht falsch, darüber zu spekulieren, sondern ich werbe mit allem, was ich habe, dafür, dass Finnland und Schweden schnellstmöglich der NATO beitreten können, weil es in unserem gemeinsamen NATO-Sicherheitsinteresse ist. Thank you. And this ends the press conference. Thank you. Thank you. Thank you